Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier gerade bei Kettle und Cops. Vorweg mal Dank für alle, die fleißig mal reingeschaut haben und auch mal geliked oder ja auch mal was geschrieben haben. Ne? Ein dickes Dankeschön dafür und natürlich für alle, die mal so allgemein reingeguckt haben. Ne? Ja, ich mache hier weiter und wir sehen weiterhin Weizen aus. Ne? Weizen auf Schlacht Nummer 3. Letztes Jahr was vergessen. Na ja, gut. Das Jahr ein bisschen mehr aufpassen. Ja. Hier geht fleißig weiter. Und das muss ja jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ne? Ja, viel Arbeit noch ungefähr. Noch ein Feld haben wir noch. Und wenn das nicht fertig ist, als grobe Vorausplanung, dann muss es mal 3-4 Wochen wachsen. So ungefähr. Und nach 3 Wochen ungefähr oder 4 Wochen schaue ich dann, wie der Düngestatus aussieht insgesamt. Und dann werde ich entsprechend nach Bedarf nachdüngen. Also mit dem Düngersteuer, mit einem kleinen Traktor. Ne? Und dann entsprechend entweder Spezialdünger nur mit Kalium oder Phosphor oder so ein Gemisch halt. Ne? Aktuell verwende ich ja diesen NPK 15-15-15, also 3x15. Da das ein Drittelmix kann man sagen. Wenn mich alles täuscht, 350 Kilogramm je Hektar. Ist ein ganz guter Wert. Wenn man links schaut, habe ich einige Flächen, die sind grün, das ist ein bisschen wenig, gelb ist sehr wenig und blau ist ganz gut. Ich habe das, wie gesagt, anfangs mal zu viel und so vergessen habe ich stellenweise. Da wo gelb ist, wurde es vergessen. Hatte ich dann entsprechend mal Pause gemacht oder ja, neue Aufnahme aufgenommen. Das Blaue geht weg. Man sieht, das ist dunkelblau. Jetzt wird es das helle. Vielleicht ist Geld sogar zu viel. Na gut. Schau mal vorne jetzt, was dunkelblau ist, ne? Ganz vorne. Ob das jetzt entsprechend heller wird. Oder dunkler geht es ja gar nicht, ne? So. Wie gesagt, da ist ein Drittelmix. Habe ich Gas gegeben. Jetzt kommt mir natürlich wieder. Wenn der Traktor gut Schwung hat, dann geht's. Dann kommt das Blaue geht weg. Es wird Richtung hellblau. Dann ist hell dunkelblau zu wenig. Ja gut, ist auch logisch. Da mache ich den Düngerstreuer meistens aus und dann meistens zu früh aus. Das ist ja schwer einzuschätzen, weil er streut ja in die Breite und klar, wenn du weit zu viel früh ausmachst, dann ist ja am Rand ist noch was, aber vorne sind nichts. Na ja, gut. Also ist gelb eigentlich schon zu viel. Immer mal achten zum Schluss, was gelbe, was ganz rechts ist, ne, in der Karte. Ja, übers Feld, dann macht automatisch die Lenkung. Ich greife nur am Rand ein. Jetzt geht er wieder automatisch. Tempomat ist auch automatisch eingestellt. Gebe ich gar nicht mal groß aus. Weil er mit Schwung kommt am besten klar. Ne? Wenn er jetzt ohne Schwung, dann würde. Wie gesagt, die Stoppel sind da ein bisschen rutschig. Da kommt er nicht klar. Mit dem sechsten Gang, Anführungszeichen. Ja. Wenn ich ein bisschen schneller fahren lassen würde, dann würde er mit 7 nicht klarkommen. Dann wäre er zu schwach. Andere würden sagen, okay, ihr könnt ja mit dem sechsten Gang ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Aber der schaltet hoch, ne? Das ist automatisch. Ne? Gangschaltung ist hier noch nicht vorgesehen. Jedenfalls nicht, was ich. Man kann zwar sehen, wenn man nicht schaltet, dass was passiert. Aber der schaltet sich automatisch wieder zurück in den nächsten automatischen Gang. Ne? Das ist halt so, ne? Zu früh gemacht? Nö. So.
Ja, wenn das mal läuft, dann geht es gucken, ne? Was hier noch fehlt, ist ein Überladewagen, ne? Mit Dünger und so. Dass man da palettenweise mal herfahren könnte. Ist, glaube ich, noch nicht möglich, beim Händler das so zu kaufen. Natürlich braucht man noch ein Fahrzeug mit entsprechender Gabel. Habe ich auch nicht. Der kann es, glaube ich, nicht. Ja, und die anderen Traktoren dafür sind noch teuer, ne? Leider ist es so. Aber irgendwann, ich denke mal jetzt, das ist ja noch, die Ecke sind noch zwei Felder, glaube ich, immer zu kaufen. Oder sogar drei, das Feld da vorne ist auch noch im Prinzip. Wenn ich das könnte, würde ich zusammenlegen. Dann wäre es einfacher, in Anführungszeichen, ne? Aber was noch nicht ist, kann auch werden, sagen wir so, ne? Aber das weiß ich wohl nichts. Das ist, ja, was sie da geplant haben, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass im März soll ein relativ größeres Update kommen, also Erweiterung auch, ne? Mit drei neuen Fruchtsorten, Sonnenblumen, Hafer und Raps. Das macht die Sache ein bisschen abwechslungsreicher. Naja, ob ich einen Raps aussehe oder Weizen, ist die Arbeit ist die gleiche, ne? Nur Optik ist halt ein bisschen anders, ne? Aber man könnte ein bisschen flexibler auch was herstellen und ja, ob man deswegen mehr verdient, ist die andere Frage, ne? Denn Sammlung, wenn da musst du hin. Ja, Sonnenblumen wäre vom Preis her, glaube ich, ein bisschen besser, aber man erträgt, der Ertrag pro Hektar ist ja auch kleiner, ne? Das darf man so nicht vergessen. Gut, wenn man jetzt viele Felder hat, ja, muss man halt weniger fahren, ne? Ist auch ein kleiner Vorteil, ne? Das mache ich ganz gerne im LS am Anfang, wenn man jetzt das Geld nicht hat und man nicht Stroh sammeln möchte, weil das ja auch noch ein bisschen Geld einbringt. Aber wie gesagt, bei Raps hast du einen guten Preis, in Anführungszeichen, weil das auch von der Arbeit her weniger ist, ne? Also man muss natürlich viel fahren, ne? Da kommt auch mit einem Herrn gut klar. Anfangs kleine Felder halt, ne? Ja, da ist jetzt auch mit Fruchtfolge und so. Wer Seasons nutzt, ich nutze Seasons. Ich finde das eine hervorragende, ja, Idee, kann man sagen, ne? Realismus einbringen, ne? Und Gras rutscht da, ne? Einfach nicht hochgemacht habe. Der Nuller hat man so. Ich habe ja nicht die Serie hochgenommen. Also da bin ich natürlich im festen Boden. Aber da wächst nichts. Ne? Deswegen habe ich auch hier nicht aufgehört, ne? Das ist dann irgendwo, ja, schwierig, ne? Ja, man denkt, man kann arbeiten, die Autos schweben, ne? Heute anders gemacht, heute koche ich erstmal nach dem Spiel, ne? Wenn ich gegessen habe, dann ist dann werde ich träge und müde, das ist nix. Deswegen ist es besser, Kleinigkeit essen. Und dann geht es erstmal mit Spielen weiter, ne? Ist er runter oder hoch? Das ist schwer zu sehen. So, Tempomat. Wie gesagt, tut sich schwer, wenn er durch den Weg koppern soll, ne? Ja, hier gehen wir auch ganz hoch. Dem Feld machen wir noch nicht, machen im nächsten Feld entsprechend mal anders. Die Brüder haben auch nicht hinten die messen können, ne? Das Feld, wenn ich schon quadratisch mache, dann kann man das auch gleich entsprechend, ne? So machen, dass die Maschinen entsprechend die Fläche noch voll ausnutzen, ne? So hoch, wir drehen. Jetzt glaube ich mal gucken, rechts. Das
Das Rote ist, glaube ich, zu viel. Ja, ist sehr zu viel. Ist aber nur eine kleine Ecke, ne? Also, ist vernachlässigt. Gelb ist dann auch schon zu viel, ne? Ja, gut. Ist halt mal so. Muss ich mal irgendwann mal. Entweder man macht mal in die andere Richtung, dass man quer macht. Muss ich mal schauen. So, das wäre alles erledigt. Wow. Jetzt werde ich mal machen. Und zwar. Naja, war schon hoch gewesen, mal richtig. Und zwar erstmal einstellen. Vorwärts fahren. Bremse. Und zwar, hier passt ja schon mal, ne? Aber die Richtung passt ja überhaupt nicht. Da haben wir mal über P Programm gehen und da ist die Maus übrigens zu sehen. Ja, wir machen mal ganz kurz mal die Richtung ändern. Das ist so ähnlich wie GPS, ne? Ähnlich. Gleiche Funktion kann man sagen, ne? Hier gehen wir ein bisschen nach rechts, um das hier noch abzudecken. Und jetzt werde ich mal hier so anfangen, ungefähr, und dann zurück in der Zahnmann und herfahren. Dass man da am Feld ein bisschen mehr Feld bleiben kann, müsste. What is this? Ach so, da kann man die Höhe einstellen. Ja, gut. Das wären 360. Tiefer geht's nicht. So, Bahnversatz wäre was für eine Gruppe und für den Flug vor allen Dingen, ne? Also, das haben wir ja nicht. So, haben wir hier ein bisschen verschoben, ja, genau. Und das 90. 80 Grad, 6 Meter Arbeitsbreite, passt. Wie gesagt, hätte man ein bisschen später tiefer nehmen, ne? Und dafür zwei Bahnen näher und her ziehen. Nur bei der Ecken, wenn wir entsprechend Kompromiss eingehen, ne? So. T. Und dann. Bisschen später runternehmen, dass wir näher entsprechend Nachgewinde machen können, ne? Auf dem Feld. Dass wir halt den Grupper nicht mehr oder die Sägerät, Sägemaschine auf dem grünen Bereich aktivieren müssen, ne? Vielleicht können wir noch ein bisschen Saatgut einsparen und Dünger. Könnte sein. Und hier genau gleiche, die hier früher rausgehen, ne? Aus dem Arbeitsbereich, ne? Ungefähr bei zwei Bahnen, dass ich da im Prinzip im Feld noch zwei Bahnen machen kann, ne? So, hier ungefähr ansetzen, brauche ich auch eine Weile, bis es runter geht, ne? Und dann kann man da zwei Bahnen her noch nachziehen und das Öl noch kalt, ne? Dann reagiert er langsamer. Aber gut, hier ist das nicht. Hier ist es, glaube ich, nicht entscheidend. Hat er mal erklärt, der Bauer Hannes. Also ein Takt, der man warm laufen lässt, dass Öl warm wird. Und die Reaktionszeit dann entsprechend verschieden ist. Ne? Kaltes Öl, warmes Öl ist anders. So, hier wie gesagt, Gruppe raus, bevor er im grünen Bereich reingeht. Ne? Das ist ja das mache ich dann. Da haben wir Schein vergessen. Verluste. Aber noch nicht zu spät. Wir können dann noch entsprechend reagieren. Und hier. Er braucht ja ein bisschen, bis er reingeht. Und wie gesagt, stehen bleiben, das geht nicht. Geht schon, aber wie gesagt, beim Anfahren hat er Probleme, ne? Dann müsste er schalten und das packt er dann nicht. Normalerweise ist ja alles automatisch. Saateinheit und Düngeinheit. Wird hier auch so sein. Aber wie gesagt, die eine sehr hohe Geschwindigkeit ist nicht realistisch. Irgendwo haben alle Geräte irgendwo ihre Grenzen, ne?
was dann entsprechend noch belastbar ist. Ne? So ein Grupper muss ja auch erstmal durch die Erde ziehen und ja. Vielleicht muss ich beim nächsten Mal Wartung das entsprechend ja, mal reparieren und entsprechend Länge wieder ergänzen. Ne? Auch mal neue Scheiben oder so. Ist das zu spät? Das war bald zu spät. So ungefähr. Ja, wie gesagt, nach der Ernte, Ernteverkauf, da haben wir ja Geld. Und dann können wir die ganzen Geräte mal reparieren. Und wenn wir dann noch genug Geld haben, dann können wir noch ein Feld kaufen. Und bisher habe ich jedes Jahr. Nee. Beim letzten Mal habe ich 2 Felder gekauft. Beim vorletzten Mal. Hat aber noch Geld von der Jahr davor übrig gehabt. Was jetzt aktuell immer hat mir für ein Feld gereicht letztes Mal. Hey, jetzt. Ja, und muss ich mal sehen. Die Felder kosten ja ein bisschen was, ne? Nicht ganz umsonst, ne? Ist ja halt so. Oh, Freitagfolge. Sehe ich gerade so. Nee, Freitag nicht. Mittwoch. Die Woche neigt sich dem Ende. Ist aber schön, wenn man zum Wochenende hingeht, ne? Ja, ne? Ja. So, liebe Zuschauer. Ich guck gerade hier so schön zu. Ich dachte, das läuft. Ja, jetzt aber schönen Dank fürs Reinschauen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Restmittwoch. Ja, morgen geht's hier weiter, ne? Donnerstag mit Kettle und Kopf, ne? Wer Lust und Laune hat, ich bin da. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.